Nach den vielen tollen Erfindungen von John gehen wir, wie gesagt, jetzt zu einem anderen Thema, auch der Erfindungen, aber der Physik des Scheiterns. Und ich freue mich ganz besonders, hier Professor Dr. Georg Eggers und Professor Dr. Michael Sachs in ihrem Brotjob Professoren an der Hochschule München. Professor Michael Sachs für Mathematik, Professor Georg Eggers für Physik. Und Sie präsentieren uns Erfindungen, die nicht sich ganz im Sinne des Erfinders entwickelt haben. Als Schlagerduo bedienen Professor Sachs am Klavier und Professor Eggers mit Gesang. Dabei auch die emotionale Seite und die emotionale Note des Scheiterns. Und schließlich verdienen auch virale Erkältungen oder das Liebesleben des Nerds eine musikalische Würdigung. Und wir freuen uns jetzt sehr auf diesen sicherlich sehr unterhaltsamen Beitrag zur Physik des Scheiterns. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Namen der Freien Universität Schwabing und der Hochschule München. Wenn ich mal hier in den Raum fragen darf, wer von Ihnen hat denn schon mal Lehrveranstaltungen der Freien Universität Schwabing besucht? Es ist eine ganz kleine. Ja. Die Freie Universität Schwabing lehnt sich auf gegen die impertinente Erfolgsfixierung der etablierten deutschen Universitäten. Wenn Sie an irgend so einer Münchner Erfolgsuni studieren, ich will jetzt keine Namen nennen, da bestehen Sie Prüfungen und machen im Börsenspiel profitable Geschäfte und führen Experimente durch, die funktionieren. Also Sie surfen so auf einer Woge des Erfolgs und es bereitet Sie natürlich in keiner Weise auf das vor, was Sie dann hinterher im Leben tatsächlich erwartet. Und deswegen sind wir angetreten, zusammen mit der Hochschule München Ihnen hier einige Erfindungen vorzustellen, die sich nicht wirklich im Sinne des Erfinders entwickelt haben. Mit Musik, das ist auch uns auch ein persönliches Anliegen. Bei singenden Studierendenzahlen versuchen wir eben, uns ein zweites Standbein aufzubauen. Und da haben wir eben gedacht, wir gründen ein Schlagerduo. Wir haben uns beraten lassen von der Bundesagentur für Arbeit. Sehr kompetent, die wussten ja. Also genau gleich. Haben uns auch gut beraten, was wir machen können. Ja, die haben so Genrevorschläge gemacht. Ja, ich glaube, das eine war Gangster-Hip-Hop. Gangster-Hip-Hop, weil die Musiker erschießen sich immer gegenseitig und dann sind wieder Positionen frei, wo man einsteigen kann. Und das andere war Schlager. Das andere war Schlager, ja, das ist, die sterben von alleine. Und deswegen haben wir ein Schlagerduo gegründet als Ingenieure. Es geht natürlich im Schlager geht es immer um Liebe, ja. Aber wir wollen versuchen, das so gut es geht zu kaschieren heute. Wir haben uns überlegt, der Unterschied zwischen einem Ingenieur und einem Maker. Ich habe hier so einen kleinen Entscheidungsbaum. Was bin ich, wenn ich mal in den Saal fragen darf, wer von Ihnen macht was? Das sind doch einige, das ist gut, denn wenn Sie nichts machen, wären Sie ja keins von beiden, sondern eine Schnarchnase. Und dann ist die zweite Frage, bei wem funktioniert es, was er macht? Ja, auch eine Gruppe, wenn nicht, dann sind Sie Depp. Und jetzt ist die entscheidende Frage natürlich, wer wird denn dafür bezahlt, dass das macht? Ja, das ist ein Ingenieur, passen Sie auf. Also wenn Sie nicht bezahlt werden, sind Sie Maker und wenn Sie bezahlt werden, sind Sie Ingenieur. Das ist der einzige Unterschied, habe ich mir sagen lassen, den es gibt. Und ich kann Ihnen jetzt schon einen kleinen Tipp verraten, nämlich wenn Sie die Seiten wechseln möchten, dann sprechen Sie uns mal an der Hochschule München, wir können da was für Sie tun. Ja, wir wollen aber heute eigentlich als Schlagersänger über ein heikles Thema hier sprechen. Ich habe mal aus einer zuverlässigen Internetquelle hier etwas mitgebracht, dass das so ein bisschen thematisiert. Das ist ein Plakat, wie es so als Aufklärungskampagne an amerikanischen Highways montiert ist. It's my future, I want to be an engineer, sex can wait. Ja. Das ist schwierig bei Ingenieuren mit der Körperlichkeit, auch wenn Sie mal so gucken in den Patentanmeldungen der letzten Jahre, was da wirklich
Berührendes, Körperliches patentiert worden ist, dann finden Sie das hier. User-Operated Amusement Apparatus for Kicking the User's Buttocks. Ich habe das mal von der künstlichen Intelligenz von Google übersetzen lassen. Benutzerbetriebenen Unterhaltungsgeräte zur Treten des Benutzers Gesäß. Ja, Sie erkennen, das ist schwierig. Es gab in den 60ern einen Lehrfilm. Ich habe hier mal das Plakat mitgebracht und einige Stellen, es ist ja erst früher Nachmittag, geschwärzt. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre ein Remake, das den Ingenieur erklärt. Und weil es das bisher nicht, da kommt auch spontaner Applaus. Also ja, liebe Konstantin-Film, wenn Sie das hier hören. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg, ja. Wir haben derweil versucht, das mal als Schlager zu thematisieren. Das trägt den Titel, wenn Ingenieure zu sehr lieben. Und wir haben eine Tanzchoreografie erarbeitet, die für mich also ein sehr deutliches Verlassen der Komfortzone bedeutet, wenn Ingenieure zu sehr lieben. Wenn Ingenieure zu sehr lieben, dann sind sie völlig irritiert. In keinem Fachbuch steht beschrieben, wie sowas technisch funktioniert. Wenn Ingenieure sich verlieren, dann herrscht in ihrem Kopf Gewühl. Der ist gewohnt zu kalkulieren, doch wie berechnet sich Gefühl? Es geht so schnell, sich zu verschauen in diese Frauen, phänomenal. Denn diese Wesen haben Formen ferndienscher Normen, das ist fatal. Solch sphärisch runde Formen wären schwer zu erklären per CAD. Und dennoch kann man sich versteifen, sie zu begreifen, oh weh, oh weh, oh weh. Wenn Ingenieure zu sehr lieben, ist ihre Logik kollabiert. Sie sind sonst stets verkopft geblieben, doch ihr Verstand ist implodiert. Wenn Ingenieure Liebe spüren, dann reißt sie kein Diplom heraus. Sie können Pflichtenhefte führen, doch führten niemals Frauen aus. Wie ist es ihr zu hintertragen, ganz ohne Fragen, dass man sie mag? Und muss man sich womöglich trauen, sie anzuschauen, wenn man es sagt? Wie kann man Sehnsüchte beschreiben und sachlich bleiben ganz bis zum Schluss? Und holt man sich auf diesem Wege nur ein paar Schläge oder einen Kuss? Wenn Ingenieure sich dann trauen, ist ihre Balz nicht recht charmant. Sie können Lamborghinis bauen, doch fahren Flirts schnell an die Wand. Wenn Ingenieure mal verführen, gelingt es selten oder nie. Sie können Widerstand nicht spüren, für sie gilt R gleich U durch I. Warum will sie mich nicht erhören? Was kann sie stören an meinem Stil? Und warum scheint sie statt zu träumen nur wild zu schäumen, wenn ich was will? Ja, warum scheint sie mein Verlocken total zu schocken, voll Dissonanz? Ich
will sie schließlich animieren, nicht amüsieren, wenn ich hier für sie tanz. In solchen schweren Schicksalsstunden, da schiebt ein Ingenieur den Frust. Er hat den Sportwagen erfunden, doch selbst kaum Haare auf der Brust. Ein Ingenieur muss oft erleben, wie wenig logisch Liebe ist. Trotz seinem gut gemeinten Streben küsst sie am Schluss den Pianist. So ein Mist. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, das ist durchaus empathisch. Wir können das spüren. Wir wollen natürlich auch was melken hier. Alle reden von der Energiewende und wir haben uns rangesetzt, mal selber Energie, um die es ja in der Liebe auch immer geht, zu erzeugen. Und an einer ganz ungewöhnlichen Stelle, schauen Sie, ich habe hier mal einen ganz alltäglichen Vorgang im Winter in der Computersimulation. Wir lassen das mal ablaufen. So, ich kann es nochmal wiederholen. Ja, Sie können in den medizinischen Fachbüchern recherchieren. Das ist wie so ein Gummisauger, der also hier den Durchgang, den Ab- und Zufluss freimacht. Das dürfen Sie auch nicht unterdrücken, weil sonst kommt es seitlich raus. Das für den Maker eigentlich Interessante ist aber die Frage, wie schnell kommt das da eigentlich raus? Können wir da irgendwas energetisch mitmachen? Und wir haben recherchiert, seriöse Quellen. Max-Planck-Gesellschaft sagt 100 Stundenkilometer. Also so Landstraße, vorschriftsmäßige Landstraße. Das geht aber noch besser. Wikipedia sagt 160, sind wir schon auf der Autobahn. Die Welt schreibt 180 Stundenkilometer und der Berliner Tagesspiegel, ganz hochseriöse wissenschaftliche Publikation, berichtet 900 Stundenkilometer Ausströmgeschwindigkeit. Da sind wir im Grenzbereich zwischen der zivilen und der militärischen Luftfahrt. Das ist natürlich eine Energie, die kann man nicht einfach ungenutzt verpuffen lassen, verschneuzen lassen, da muss man ran. Und das Erstaunliche ist, wenn Sie mal gucken, was bisher schon gemelkt worden ist, zum Beispiel mit Rotlicht in die Nase leuchten und den Grippeviren also dann klar machen, dass sie nicht willkommen sind oder so ein Inhalator, das arbeitet alles entgegen der natürlichen Strömungsrichtung, das ist völlig kontraproduktiv, dann nutzen Sie diese 900 Stundenkilometer gar nicht, außer dass Ihnen vielleicht der ganze Apparat hier rausgerotzt wird. Wir haben lange gesucht und dann haben wir schließlich doch noch das hier gefunden. Wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie, die Pfeile zeigen nach unten. Jetzt ist natürlich die Frage, was steckt da alles drin? Ich habe es mal im Patent recherchiert. Da ist ein Desinfektionsnetz, eine Filtermatte, ja, und dann ein elektrischer Generator. Das heißt also, das strömt raus, das treibt ein Turbinenrad an und erzeugt Elektrizität. Das ist Wahnsinn, da haben wir natürlich gesagt, das ist eine echte Makerkunst, das müssen wir sofort nachmelken, das ist uns auch geglückt hier. Schauen Sie, das ist der Aufbau. Hier drin das Turbinenrad, das Kabel hier brauchen wir im Moment nicht. Herr Sachs, Kollege Sachs kann eben vormachen, dass es sich tatsächlich dreht. Ich schließe es jetzt hier vorsichtig an, verschließe das, verbinde noch mit dem Energiespeicher. Und jetzt ist die Idee, das steht im Patent drin, dass man dieses Gerät einfach tagsüber unauffällig in der Tasche stecken hat. Und wenn man dann einen Niesreiz verspürt, dann geht man also her und hält es sich schnell vor den Mund und ich denke, Sie haben gesehen, dass hier wirklich Energie erzeugt worden ist. Und wenn jetzt hier in der ersten Reihe die Dame hat ein Handy, hat das einen Micro-USB-Anschluss? Weil wir könnten das dann laden hier mit der Rotzenergie aus dem Ich. Ja, also Sie sehen, wenn man kreativ ist, Ideen hat, lässt sich auch dem Schnupfen noch etwas abgewinnen. Und wir haben uns gedacht, auch das Grippevirus
hat es eigentlich mal verdient, dass ihm jemand einen Schlager schreibt? Das ist ein ganz perverses Gerät hier, das ist ein Seifenspender in Form eines Grippevirus, also das Virus muss seine Artgenossen beim Händewaschen töten, das ist, dass da Peter noch nicht prozessiert hat. Aber egal, der Schnupfen hat nämlich auch, haben wir festgestellt, eine ganz feine, amoröse Komponente. Wir haben ihm ein Liebeslied komponiert. Weil wir wollen ja Liebeslieder machen und eben auch über unangenehme Dinge, über die man eigentlich nicht so gern redet, aber wir konnten denen auch noch also eine erotische Komponente abgewinnen, auch dem Schnupfen. Dem Schnupfen, ja. Und wenn man vielleicht als Ingenieur im ersten Date nicht so richtig punktet, dann kann man vielleicht von der Dame zumindest was anderes mitbekommen. Ich war verliebt bis in die allerletzte Ritze. Wir gingen ganz romantisch auf die Messe aus. Ich blickte schwer verklärt auf deine Nasenspitze. Doch ach, aus dieser Nase tropfte es heraus. Als Freier bin ich folglich nicht sehr weit gekommen. Du sagtest bald mit leisem Röcheln: Lebe wohl. Ich hab dich grad noch einmal in den Arm genommen und streifte deine kranke Nase liebevoll. Ich sehnte heiß, doch du warst leider die Verkühlte. Und dennoch hatte ich an diesem Abend Glück. Zwar blieb noch unerwidert, was ich für dich fühlte, doch ich behielt von dir was anderes zurück. Seit heute Morgen hab ich deinen fiesen Schnupfen, seit heute Morgen niese ich ganz fürchterlich. Ich muss mir alle Nase lang die Nase tupfen und denk bei jedem Niesen rotzend nur an dich. Dein Virus ist gemein und ist uns doch gemeinsam. Schau, er verbindet unser Herzen immer zu. Denn wenn ich niese, ja, dann niese ich nicht einsam. Ich denke, Hatschi, sicher niest grad jetzt auch du. Ein Kuss wär schnell getauscht und wär auch schnell vergangen, denn du zögst fort und ich blieb ganz alleine hier. Dein Virus stillt viel dauerhafter mein Verlangen, denn der bleibt sicherlich für Wochen treu bei mir. Was kann aus Liebe sonst in einer Nacht entstehen? Ein wilder Rausch oder sogar ein Kind in echt, wenn wir das Ganze einmal realistisch sehen, dann ist ein Schnupfen für den Anfang gar nicht schlecht. Und deshalb freue ich mich an meiner roten Nase, genau wie du trage ich sie leuchtend im Gesicht. Und wo auch immer ich in Tempotücher blase, da spür ich, was das Grippevirus mir verspricht. Wenn unsere Viren schon so trefflich harmonieren, dann können unsere Herzen das ganz sicher auch. Die Einsicht lässt mich fröhlich rotzend jubilieren. Mir ist der Niesreiz wie ein Schmetterling im Bauch. Ich dritze keine Herzen in der Bäume Rinden. Ich will kein Bild von dir in meinem Portemonnaie. Brauch keine Schlager, um die Herzen zu verbinden. Ich hab ja deine Paramyxoviridae. Ich will dich wiedersehen, du zart verrotztes Wesen. Ich glaube fest an unser frisch geschneuztes Glück. Denn bist du zwischenzeitlich dann auch schon genesen, dann kriegst du deinen Schnupfen frisch von mir zurück. Hatschi!
Ja, meine Damen und Herren, wenn man über das Thema Energie spricht, dann ist man ganz schnell auch beim sogenannten Urban Mining. Hier sehen wir, wie das in Afrika ausgeführt wird. Kupferkabel mit Benzin übergossen, angezündet. Metallrecycling nennt man das. Das ist relativ ungesund, habe ich mir sagen lassen. Und wir haben rausgekriegt, als ordentlicher Maker, man kann viel umweltfreundlicher recyceln. Das hier nämlich fällt hier in diesem Gerät sind zwei Stück drin, Millionen davon fallen jeden Tag an. Wissen Sie, was damit gemacht wird? Da sagt jemand, wird gesammelt. Ja, was machen die dann eigentlich damit? Das ist, man muss die gar nicht auseinandersägen und einschmelzen, man kann da viel einfacher rangehen. Wenn Sie sich Atomphysik mal anschauen, dann sehen Sie, die Atome mit vielen Elektronen sind groß und die mit wenig Elektronen sind klein. Und wenn Sie den Atomen ordentlich Druck machen, dann kommen also die Elektronen raus. Alte Batterien können Sie auspressen und dann kommt die Elektrizität raus. Wir haben das für Sie mal vorbereitet, der Kollege Sachs. Er hat mir nämlich hier seine Blumenpresse übergeben. Und da können wir jetzt also einfach mal alte Batterien einfüllen. Kollege Sachs bewaffnet sich auch mit ein paar Handschuhen. Das ist immer eine etwas schmutzige Angelegenheit. Ich versuche hier gerade die Schrauben abzukriegen. Eins, zwei. Also ich mache das wieder zusehends. Ich weiß nicht, wie rum man das... Ich bin kein Praktiker. Ja, das ist immer sehr heimtückisch. Mathematiker denken immer in der mathematisch positiven Drehrichtung und die Schrauben gehen andersrum zu. Ja. Und es gibt für echte Mathematiker gibt's auch Schrauben mit Linksgewinde, aber das hier ist eben einfach so eine ganz einfache Blumenpresse. Ich leg das mal darüber. Ja. Eine ist runtergefallen. So. Und Sie sehen, da ist jetzt im Moment... Halte das mal. Im Moment nichts drin, außer... So. Also Sie können hier sehen, das ist wirklich eine ganz einfache Blumenpresse, die kriegen Sie in Haushaltsbankgeschäft von Kustermann oder wo. Und da habe ich hier so viereckige Höhlungen rausgeschnitten aus dem Pappdeckel. Dann brauchen Sie noch zwei Elektroden, da können Sie Alufolie hernehmen, die müssen Sie aber nicht kaufen. Da gehen Sie einfach zum Metzger, holen sich einen Leberkästchen, dann kriegen Sie die automatisch mit und müssen nicht extra bezahlen. Und das sind dann die Elektroden, also die brauchen Sie unbedingt. Und jetzt schauen Sie her, diese uralten, ekligen, halb also schon, zerfallenen also, ja. Ja, und Batterien die fülle ich jetzt tun wir da jetzt rein. Also da ist dann die Säure rausgelaufen, das ist ganz egal, das können Sie alles hernehmen. Ja. So. Noch ein paar, vielleicht so ein fettes. Ja, das macht dann auch ordentlich Druck auf die anderen. So, genau. Ich glaube, das reicht schon. Das genügt schon, ja. Genau. Und dann schrauben wir das einfach wieder zu oben. So, Deckel drauf. So. Also das kann auch jeder selber nachbauen. Sie haben es gesehen, das ist mit einfachsten Mitteln. Und wir schrauben es wieder zu. Ich glaube, es reicht, wenn wir es hier diagonal einmal schrauben, dann müssen wir jetzt hier nicht so lange machen. Das, Hauptsache, es hat viel Druck. Man kann ausrechnen, bei welchem Druck man dann also den Wirkungsgrad 1 überschreitet. Ja. So, und jetzt wollen wir Ihnen natürlich auch beweisen, dass hier wirklich Energie drin steckt. Ich habe hier mal diesen kleinen Radler. Sie kennen das Prinzip, nach oben buckeln, nach unten treten. Ja. Und den nehmen wir jetzt hierher. Und ich schließe ihn einfach mal an die Elektroden an. Ja, und Sie sehen, Energie, der hakt manchmal ein bisschen, dann muss man noch ein bisschen nachdrehen, dann läuft er wieder. Also wirklich Energie aus ausgepressten Batterien. Ja. Und jetzt ist natürlich noch eine Frage, wo kriegen Sie die alten Batterien dazu her? Wir sind hier an einer guten Adresse, gleich um die Ecke. Drei Straßen weiter ist eine großartige Einrichtung der Münchner Abfallwirtschaft. Kennen Sie bestimmt in Freimann den... Wer von Ihnen war schon mal in Freimann auf dem Wertstoffhof? Das ist ein Paradies, also in beide Richtungen. Ja. Es gibt ganz tolle Dinge zu sehen und man kann auch, meine Erfahrung als Maker, es sammeln sich manchmal auch so Sachen, die weg müssen. Und auch der Wertstoffhof hat übrigens, wenn man Schlagerdichter ist, eine durchaus amoröse Komponente. Wir haben dem Münchner Wertstoffhof einen Schlager getextet und der heißt Liebesreise nach Freimann. Herr
Herr Kollege, vielleicht möchten Sie die Handschuhe beim Klavierspielen wieder ausziehen. So, nochmal, neuer Versuch. Manche Pärchen fahren zusammen nach Venedig, nach Las Vegas oder an die Côte d'Azur. Ich bin selbst ja nun ja doch eindeutig ledig, doch egal, ich wäre eh kein Typ dafür. Sollte ich noch je einmal ein Herz gewinnen, eine Frau, die spräche, Schatz, wir reisen fort, würde ich mich keinen Augenblick besinnen, sondern rufen, klar, ich weiß da einen Ort. Ich fahre mit dir auf den Wertstoffhof, ich fahre mit dir nach Freimann. Du wirst sehen, dort wird jeder zum Philosoph und man spürt, ob man Paar bleiben kann. Komm mit mir dorthin, wo Container stehen, nur wir zwei, ja und all unser Müll. Man begreift dort viel mehr, ja, du wirst schon sehen, als in jedem Lagunenidyll. Wir zögen von Container zu Container, unser ganzes altes Leben zög vorbei. Sicher wäre es in Vegas jetzt bequemer, doch ich sage dir, Las Vegas macht nicht frei. Echte Liebe, die blickt hinter die Fassaden, sie braucht unbequemen Mut und manchen Stoß. Schau, ich hab im Leben so viel aufgeladen, doch ich lass es hier am Schredder für dich los. Komm, fahre mit mir auf den Wertstoffhof, ich leih den Transporter und dann all den Krempel, den fandest du selbst auch doof, der kommt weg und wir fangen neu an. Komm mit, unser Leben wird neu sortiert in Plastik, Matratzen, Papier. Und was übrig bleibt, wenn man den Ballast verliert, das sind dann ganz alleine noch wir. Ganz am Schluss des Wegs durch Müll und alte Waren steht ein Stahlcontainer mit der Aufschrift Gift. Dort verwahrt man sicher all unsere Gefahren, deren Angst und Schrecken uns jetzt nie mehr trifft. Vielleicht bleibt am Ende der Entsorgungssause noch ein Kästchen mit Persönlichem zurück. Das darf dann auch gerne wieder mit nach Hause. Es ist Teil von uns und unserem neuen Glück. Denn wer einmal zusammen nach Freimann fuhr, kehrt wie neugeboren zurück. Das Entsorgen schlägt glatt jeden Liebesschwur und man schließt einen Pakt mit dem Glück. Also los, lass uns heute noch entsorgen gehen. Es geht täglich von 7 bis 4. Gerne können wir morgen Venedig sehen. Aber heute, Freimann, ja, du wirst verstehen, wenn sich alle Gedanken um Liebe drehen, dann will ich neu anfangen mit dir. Ja, meine Damen und Herren, es ist uns ein Anliegen, diesen Beitrag abzuschließen mit einem ganz heiklen Thema, Let's Make Fachkräfte.
Die Herren von Siemens und aus der Bundesregierung, die hier vorhin debattiert haben, haben schon festgestellt, es gibt sie nicht. Das ist ein vielschichtiges Problem, wenn Sie mal schauen. Hier zum Beispiel ist eine Fachkraft, die ist aber in einen nicht-technischen Beruf abgewandert. Also die steht dem Ingenieursarbeitsmarkt als Physikerin nicht mehr zur Verfügung. Und die Situation, wenn Sie sich anschauen, desaströs, desaströs. Aber es gibt Rettung, schauen Sie, es gibt eine Publikation nämlich. Meine Freundin, die ist Ingenieurin. Und dann kein Satzzeichen. Also eine Publikation, die ich Ihnen hier zusammen mit den Altbatterien auch mal mitgebracht habe, erschienen in der berühmten Pixie-Serie. Und was da drin passiert, ist schnell erklärt. Da ist ein junges Mädchen, Lilly, das trifft seine Freundin Julia und die gehen in eine Motorschalterfabrik. Also was man eben so als ganz tollen gemeinsamen Ausflug samstags mal macht, wenn gerade nicht Make Munich ist. Und in der Motorschalterfabrik werden Motorschalter hergestellt für die Joghurtbecher-Abfüllfabrik. Hier ist Lilly, Julia, das ist der Erdbeerjoghurt, hier nochmal im Detail, also sehr schön bebildert, auch gute technische Grafik. Und das Problem mit den Erdbeerjoghurts ist, der alte Motorschalter, der schaltet das Fließband immer so schlagartig ab und dann fallen die Becher um und der Joghurt läuft raus. Und der neue Motorschalter, den also Julias Freundin entwickelt hat, der hält das Band so ganz langsam an und die Becher bleiben oben. Also super Story, Suspense. Ganz klare Konsequenz hier für Lilly. Vielleicht werde ich auch mal Elektroingenieurin, wenn ich groß bin, so wie meine Tante Julia. Alles klar, nicht? Wissen Sie, wer das Buch bezahlt hat? Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Steht hinten drin. Ja, in anderen Zusammenhang hätte man sowas letztes Aufgebot genannt, aber egal. Es ist sowieso ein Problem, lieber Arbeitgeberverband Gesamtmetall, das Buch kommt eigentlich zu spät, weil die Lilly ist ja schon da. Und damit jetzt, wie soll ich das sagen, also damit die also, Lilly... Sie sehen, der Kollege ist Physiker, es fällt ihm ein bisschen schwer über so ganz normale, humanen, biologische Reproduktion. Also da ist so eine... Also er will sagen, die Ingenieurinnen, Ingenieurinnen... Also das sind so Begegnungen notwendig. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem, also jedenfalls, das, also es ist, ich muss das mal sagen, es ist falsch, dass sich ein ingenieurwissenschaftliches Studium und ein Sexualleben komplett ausschließen. Das stimmt nicht. Aber es ist vielleicht manchmal schwierig und deswegen haben wir gedacht, jetzt zum Abschluss, wir sind ja viele junge Menschen auch auf so einer Maker-Messe im reproduktionsfähigen Alter und da haben wir uns gedacht, machen Sie doch mal was mit Ingenieuren und lassen Sie es vielleicht einfach mal drauf ankommen, also zumindest auf den ersten Schritt, auf ein Rendezvous mit einem Ingenieur. Das ist ein Schlager. Mit einem Ingenieur. Er steht vor dir und es scheint gar nicht schwer. Im Karohemd seid ihr sofort per Du. Und er schaut voll verliebt auf deine Schuhe. Jetzt mal ehrlich, junge Frau, wie oft bist du enttäuscht gewesen von Piloten oder Sportlern oder Männern hinterm Tresen? Also schau nicht mehr aufs Brusthaar, sondern werde mal vernünftig, denn der junge Mann bei Siemens wird mit Ende 40 brünftig. Geh also aus mit einem Ingenieur und bring der Komplimente zu Gehör.
dein Lächeln strahlt, so hell wie Laserlicht, dann glaube ihm, er weiß, wovon er spricht. Statt in angesagten Bars wie jede billige Blondine suchst du jetzt bei MAN oder bei Bosch in der Kantine, denn da sitzen junge Kerle, die sich nicht zu flirten trauen, selbst wenn sie den ganzen Tag an coolen Sattelschleppern bauen. Und gehst du dann noch einmal mit ihm aus, dann spricht er gleich von einem Reihenhaus und nimmt da dich dann zärtlich in den Arm. Dann spürst du, der war bisher zerogam. Ja, er wird ein Leben lang für dich die Glühbirnen reindrehen und du kannst derweil mit seiner Firmenkarte shoppen gehen. Dabei merkst du, dass in dieser Branche nicht so hohl geprahlt wird, weil für gute Ingenieurskunst auch noch gutes Geld gezahlt wird. Beim Ingenieur, da gibt es kein Zurück. Hier gibt's genau berechenbares Glück. Und fehlt dir dabei noch der krasse Kick, dann such dir einen Doktor der Physik. Michael Sachs, Dozent für Mathematik an der Hochschule München für angewandte Wissenschaften. Und Professor Gerhard Eggers, Physik an der Freien Universität Schwabing. Vielen Dank für Ihre Empathie. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Ingenieur werden wollen. Und eines noch. Bauen Sie das nicht nach. Alle Patente, die wir Ihnen vorgestellt haben, waren gefälscht. Bis auf eins, das war echt, das hier. Dankeschön.